Hallo Leute, hier ist wieder euer Gartalk. Willkommen zum Banished Talk. Ja, wir spielen das Spiel Banished, ist derzeit noch in der Beta-Version. Macht aber unglaublich viel Spaß. Das hier ist einfach meine Welt. Ich habe sie mal Dragonfall genannt. Keine Ahnung warum, ich mag Drachen einfach. Deshalb vielleicht. Folgendes. Meine Themen, ich will es auch echt so kurz wie möglich halten. Also erst einmal keine Facecam, weil... aufgrund von Umzug etc., das wird auch das heutige einzige Thema sein. Meine Cam ist bereits in eingepackt und runtergetragen in die neue Wohnung und entsprechend habe ich keine zur Verfügung. Ja, soweit so uninteressant. Ja, wie ihr vielleicht schon mal im Titel oben, jetzt mache ich Handbewegungen, was soll denn das jetzt? Schon sehen könnt, der ist auch schon voll. Ist es so, dass ich ein wenig mich dazu entschlossen habe, ein wenig zu pausieren. Die Pausierung wird bis einschließlich, also bis auf jeden Fall bis nach Ostern, wahrscheinlich sogar noch den kompletten April übergehen. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich, also ich möchte eine Pause einlegen, einfach wegen Umzug, wegen ein paar diversen anderen Sachen, damit ich ein bisschen Kopf frei kriege. Ich habe derzeit unglaublich wenig Zeit, ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber es ist halt auch einfach die Wahrheit. Ich brauche halt einfach die Zeit und der Umzug, der tut jetzt halt ein bisschen was umwerfen. Hier baue ich mal noch ein paar Häuser hin. Deshalb nehmt es mir nicht böse, aber bis zum 30. wird es voraussichtlich keine Videos mehr geben von mir. Des Weiteren, das ist der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte. Ich möchte eine kleine Umstrukturierung auf dem Kanal vornehmen. Also in der Zeit, wo es keine Videos mehr kommen, möchte ich den Kanal ein wenig redesignen. Das bedeutet, viele von euch oder viele haben mir gesagt, ja, warum machst du denn keine Thumbnails und warum hast du denn kein gescheites Banner und hast du nicht gesehen? Und ich habe mich jetzt endlich breitschlagen lassen, das mal aktiv in die Wege zu leiten. Das bedeutet, es wird nach dem Redesign, also nach danach, wird es Thumbnails geben. Es wird auch ein Banner geben. Insofern, das habe ich so entschieden. Jetzt brauche ich nur noch, ich hoffe mal, dass mein Thumbnail-Macher bzw. mein Bildermacher, den ich da habe, den ich mir da jetzt endlich angeangelt habe, dass der die Bilder bis dahin fertig bekommt. Ich werde auch nochmal persönlich nach der Aufnahme vielleicht noch oder so mal mit ihm nochmal drüber reden, quatschen, was auch immer. Warum bist du eigentlich nicht an? Achso, du hast keine Belegschaft. Egal. Wie gesagt, das wird es dann auch geben. Außerdem habe ich noch einen kleinen Projektabbruch zu bekannt geben. Und zwar das Spiel Of Orcs and Men wird von mir offiziell nicht mehr weitergeführt. Das liegt nicht daran, dass das Spiel irgendwie scheiße ist oder sowas. Im Gegenteil, ich liebe dieses Spiel. Das Spiel ist großartig. Es ist leider nur aus meiner Sicht her nicht Let's Play-fähig, wirklich. Das hat den Grund einfach, das liegt einfach am Gameplay des Spiels. Das Gameplay des Spiels ist primär darauf ausgelegt, taktisch vorzugehen und die komplette Mechanik zu verinnerlichen. Das ist ein Vorgang, der einfach schlichtweg im Let's Play nicht in dem Sinne machbar ist. Also, ich sehe einfach nicht den ich sehe es nicht, dass sich da großartig noch was ändert und ich glaube nicht, dass die Videos gut ankommen. Deshalb habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, das Spiel abzubrechen, das Projekt abzubrechen. Ich werde das Spiel im Privaten natürlich weiterspielen, ich werde es auch durchspielen.
Aber ich weiß auch, dass das Spiel ziemlich lange geht und wir, glaube ich, gerade mal 30% des Spiels gesehen haben. Und das will ich, ehrlich gesagt, euch und mir auch nicht antun, weil ich nicht weiß, was ich in den gesamten Videos reden soll überhaupt. Ja, nicht so. Ja, der andere schon. Das ist gut. Entsprechend wird Of Orcs and Men von mir nicht mehr weitergespielt. Dann kann ich noch ankündigen, die Reihe Let's Challenge the Gorthulk wird natürlich dann auch weitergehen, wird dann auch aktiv weitergehen. Hat sich ja ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Das ist aber auch zum Teil meine Faulheit wegen zu Schulden kommen, tun. Wörter. Waren das richtige Wörter? Ich glaube ja. Wird aktiv weitergeführt von mir und wird auch ein bisschen mehr Werbung darum gemacht. Entsprechend werde ich da auch dann, ich werde dann auch die Terraria-Projekte, also das Projekt Terraria, dann in Angriff nehmen. Das wird dann auch im Mai kommen, wenn ich unten eingezogen bin. Und dann geht's eigentlich richtig los. Das heißt, das ist so der grobe Plan, den ich habe, der vorläufige Plan. Of Orcs and Men wird durch ein Projekt ersetzt. Das will ich bis jetzt noch nicht verraten. Einfach aus taktischen Gründen. Könnte man taktische Gründe sagen? Ich glaube, ja, kann man sagen. Einfach, ich will nicht, dass die Leute sich jetzt hier das Spiel voll hypen oder sonst irgendwas oder gleich vorverurteilen. Und ich auch die Gefahr umgehen will, dass ich bei dem Spiel gespoilert werde, weil Spoiler sind bei diesem Spiel unglaublich tödlich. Ich habe auch die ganze Zeit lang habe ich mich dagegen gewehrt, überhaupt irgendwas von dem Spiel zu wissen wollen. Und ich weiß auch jetzt noch nichts viel über das Spiel, einfach nur, weil ich mich nicht spoilern will. Und bevor einer auf die Idee kommt, nein, es ist nicht Dark Souls. Dark Souls ist aus meiner Sicht nicht Let's Play-freundlich oder... Das ist schon Let's Play-freundlich. Ich gucke unglaublich gerne dabei zu, wie Leute failen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verurteile jeden, der anstelle das Spiel selber zu spielen, ein Let's Play anguckt. Das hat einfach den Grund, Dark Souls ist eines der Spiele, das man selbst gespielt haben muss, um wirklich zu verstehen, was eigentlich der Sinn hinter Dark Souls ist. Und wenn ich jedem einen Rat geben dürfte, hört auf, euch Videos von Dark Souls anzugucken. Das ist absoluter Bullshit. Entschuldigung für die Wortwahl. Wie gesagt, also neues Projekt. Projektabbruch und Änderungen bezüglich Thumbnails und Banner sowie ein wenig stärker noch... meine Spezialisierung in Richtung, Orks sein, wie man so schön sagt. Oder wie ich so schön sage, sagt sonst niemand, aber hey, lasst mich. Das so ein bisschen spezialisieren, das will ich auch noch versuchen hinzukriegen, halt primär auch über Thumbnails etc. Aber, das ist eigentlich so meine vorläufige Planung für die kommende Zeit. Ich hoffe, ihr versteht auch den Sinn hinter diesem ganzen Plan Gedöns, den ich da hab. Ja doch, ich produziere. Okay. Gibt es noch was zum Ansprechen? Ich frag mal meinen schlauen Zettel, den ich hier liegen hab. Ich glaube tatsächlich nicht. Deshalb würde ich dann auch schon an der Stelle hier, ich habe nicht viel über das Spiel erklärt, aber das ist auch nicht Sinn, denn Zweck der Sache, das wisst ihr ja mittlerweile. Damit würde ich sagen, mein Name ist Gorthulk, ich gehe damit in die Pause und wir sehen uns dann im Mai wieder. Bis dahin und ciao, ciao!